Total duster hier. Mach schon mal Licht an. Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Es ist nur ein kurzes Video, aber wir haben Folgendes. Und zwar Partner-Tattoo und der Lambo kranker B-Day-Vlog von Julita oder so heißt sie. Siehst du, habe ich jetzt schon wieder völlig vergessen. Aber ja, in dieses Video muss ich jetzt schon ein bisschen reingucken. Also sprich, wir fangen auch schon in der Mitte an. Könnt ihr ja alles selber sehen ab Minute 5,85. Weil dieses ganze Video quasi nicht sich um Tattoos dreht. Deswegen muss ich da jetzt reinskippen und ab da starte ich auch. Ist auch ein relativ kurzes Video, aber ich habe ja gesagt, ich will bei jedem YouTuber, der YouTube macht, will ich ja reagieren, wenn er ein Tattoo bekommt oder über Tattoos redet oder Tattoos trägt. Denn es ist ja sehr interessant und wir gucken mal rein. Und ich will natürlich auch immer gucken mit euch da draußen, was die anderen Tätowierer denn so für Material benutzen und wie sie denn vorgehen und tätowieren. Ja, lasst doch mal ein Däumchen da für dieses schöne, nette, kleine Video und abonniert bitte meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich habe es zum ersten Mal richtig aussprechen können, alles perfekt. So, und starten wir mal ins Video. Ach so, wie gesagt, ich habe schon kurz gerade ein kleines bisschen reingeguckt. Die rechtfertigen sich hier gerade, dass das Baby nebenan schläft, sprich, die haben Baby, sind beide zusammen, Partner, Pipapo, Partner Tutu, deswegen auch Babyphone ist am Start, damit es nicht so aussieht, wie als würden sie das Kind vernachlässigen. Die brauchen sich doch eigentlich gar nicht rechtfertigen, scheiß doch einfach drauf, was die anderen denken. Jeder weiß doch selber, wie er am besten mit seinem Kind umgeht. So, an dieser Stelle legen wir los. Legen wir los. Ah. Hello! Vorab, siehst du, gleich haben wir gleich was zu bequatschen. Dieser nette, also ich nehme an, das wird der Tätowierer sein, gehe ich mal stark von aus, weil der vorbereitet, ist dann auch in dem Fall der Tätowierer. er fängt an, indem er den Tisch aus. Achso, warte mal, erstmal müssen wir mal gucken. Entweder ist es ein Hotel oder bei denen zu Hause. Ich nehme aber mal an, weil da eine Kaffeemaschine mitten in einem Büro, Wohnzimmer, Look, Schlafzimmer steht, nehme ich mal an, ist das ein Hotel. Also wenn die spontan jemanden gefunden haben, der mobil hinfährt und auch tätowiert. Mache ich im Übrigen auch, aber natürlich für einen Aufpreis. Muss man an dieser Stelle nehmen, durch das Ganze vorbereiten, einladen in das Auto, ausladen aus dem Auto, denn den Benzin mit berechnen, wie gesagt, was du alles zusammenzupacken hast. Ich habe da übrigens auch so einen Koffer, ich zeige ihn euch kurz. Ja, hier ist dieser gute Koffer. Ja, ist jetzt ein kleines, ich werde es mal auf groß bearbeiten, dass ihr das sehen könnt. Das ist der Koffer von Sullen. Ich kriege an dieser Stelle übrigens, ja, kein Geld für. Also einfach nur so Promo, weil ich voll cool bin und nett und die mag und ich sowieso nicht so eine große Reichweite habe. So, jedenfalls habe ich damit auch mein Material, da ist alles drin, alles was ich brauche und das rüste ich immer wieder auf und fahre dann manchmal auch zu Kunden oder tätowiere auch zu Hause. Ja, das kann man auch tun und ja, es kann auch hygienisch sein. Was ich aber diesen jungen Herrn da raten würde... Es gibt so eine Unterlagen, die kann man kaufen, ja. Die gibt es in so einem, ich glaube, 500er Pack. Das heißt, 500 Servietten, nenne ich das jetzt mal. Oder kann man sich übrigens streiten, Serviette oder Serviette. Ja, jedenfalls, eine Serviette kannst du dann darauf legen und die kannst du dann besser befestigen als so eine Frischhaltefolie. Ich finde Frischhaltefolie, wenn du die spannst und einmal dagegen kommst, rollt die sich quasi wieder sozusagen zusammen. Also nicht, rollt sich nicht zusammen jetzt wie, weiß ich was, ein Rollo, sondern ihr wisst schon, was ich meine, es zerknittert so und kann voll leicht reißen. Deswegen habe ich immer an dieser Stelle eine Unterlage, finde ich tausendmal besser. Wäre an dieser Stelle jedenfalls angebracht, aber jedem das Seine. Ne? Und natürlich kostet so eine Unterlage auch viel mehr als eine Frischhaltefolie, darf man jetzt auch nicht vergessen. Na, Flori? Ja. Willst du mal erzählen, was jetzt losgeht hier? Ja, komm jetzt mal erst. Wir können ja mal in seinen Koffer gucken. Schade, dass man hier nicht ranzoomen kann. Das kann man bestimmt, aber wenn ich es jetzt raufdrücke, ist bestimmt das ganze Video weg und der Rechner explodiert gleich. Laptop. Er hat auf jeden Fall seine Stifte da oben drin, arbeitet mit so einem kleinen. Schön. Sieht aus wie so ein Baumarktkoffer. Da sind wahrscheinlich seine ganzen Utensilien drin, also sein Material. Ja, oben sind, glaube ich, hier Handschuhe drin, Schere, ich glaube Mundspachtel, Stifte. So, gucken wir mal weiter. Jedenfalls ist das sein Koffer. Das ist dazu anscheinend. Hast du noch ein Geschenk bekommen? Ja. Zeig mal den Gutschein. Also erst habe ich diesen Gutschein bekommen und noch gelesen als Tattoo-Gutschein. Dachte mir so, okay, nice. Nice. Mein erstes Tattoo kann man ja mal dann irgendwann machen. Gültig bist. Und dann wies mich die gute Jana auf das Datum hin.
Ja, das ist. Hafen City steht auf dem Gutschein hier unten drauf unter CF. Entweder Hamburg oder Bremen oder sowas, war oder Hansa Rostock oder ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die sind. Erzählen die bestimmt am Anfang in einem Video, aber ja, Gutschein finde ich sehr unspektakulär, aber ist manchmal, also weniger ist manchmal mehr natürlich. Das ist heute, ne? Tja. Du, 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 also, wie man gerade an ich soll euch einmal Hallo sagen. Scheiße! Wir gehen hier nochmal hin. Wie man an seiner Reaktion sehen kann, ist das anscheinend sein erstes Tattoo. Und hat, glaube ich, ein bisschen Muffensaufen. Aber gut, das haben wir alle beim ersten Tattoo gehabt. Ich freue mich total. Mega, Leute. Ah, okay. Er hat also einen Geodreck am Start. Auch aus der alten Schulzeit anscheinend noch. Und damit versucht er dann die Mitte heraus. Okay, alles klar. Mhm. Ja, krass, wie er vorgeht. Also ich mache das per Augenmaß. Voll viele andere, die ich kenne, auch. Ich habe noch nie ein Geodreieck angelegt bei sowas. Fällt mir gerade so ein. Ja, ist okay. Ach, hinten kann man schon mal sehen, hat ein iPad, womit er anscheinend arbeitet. Da ist auf jeden Fall was abgebildet. Die Hand ist jetzt natürlich davor. Und er hat die guten Stifte, die haben wir auch. Das sind eigentlich so ziemlich... Wie heißen die Chevys? Ne, wie heißen die denn nochmal? Sharpies. Das sind eigentlich so ziemlich die geilsten Stifte auf diesem Markt. Und wir können sehen, im Hintergrund, er benutzt Hasselbutter. Ja, das ist eine besondere Konsistenz, die man aufträgt auf der Haut, damit die Haut sich beruhigt und sozusagen sich entspannt. Naja, sowas wie eingecremt ist, damit es halt besser mit der Nadel flutscht. Ne? Und dahinter hat er, das erkenne ich leider nicht ganz. Dahinter hat er noch irgendwas stehen, aber vielleicht sehen wir es gleich. Ach so, das wird sein Auftragungsmittel sein, ja? Also sein Stencil-Kleber nenne ich das jetzt mal. Aber also, siehst du, hier können wir das sehen mit dem iPad. Das hat er anscheinend vorbereitet. Nee, es wird wahrscheinlich nur sein Desktop-Hintergrund sein. Quatsch. Jetzt sehen wir das ja gerade, was er hier drauf hat auf dem Unterarm. Es sieht aus wie ein kleiner Schriftzug. Ah, Leute. Aber hier können wir sehen, ich habe übrigens ein Video dazu angefertigt, das wird auch noch die Tage hochkommen. Guckt euch an, wie er die Tattoo-Maschine eingepackt hat. Es sieht schon wieder aus wie ein Cheyenne-Pen, es benutzen wirklich fast alle da draußen. Guckt euch an, wie er das eingepackt hat. Er hat ein extra Einweg-Griffstück aus Schaumstoff drauf. Das eingeklebt mit Folie, alles drum und dran, so dass das Kabel nicht rumhängt. Und das selbst bei einem kleinen Tattoo. Das zeichnet einen guten Tätowierer aus. Ist einfach so. Ja, das ist Fakt. Weil viele denken sich, das Tattoo ist so mini. Ja, wieso sollte ich es denn alles komplett steril einpacken? So spare ich doch Material. Es ist wirklich so. Es ist kein Spaß. Machen viele da draußen. Dieser junge Herr hat das alles eingepackt. Top. So muss sein. Die ist so schön nochmal vorher wegrasieren, die kleinen Härchen da drauf, wie gesagt, desinfizieren, sieht man alles. Jetzt ist natürlich die Frage, das würde mich jetzt interessieren, das interessiert mich jetzt wirklich richtig, aber das werden wir nicht herausfinden. Ich weiß nicht, ihr könnt ja die Maus verfolgen, habe ich ja mitbekommen mittlerweile. Hang hier die Folie und diesmal ist jetzt hier auf der Seite, sprich, was ich damit sagen will, ist, hat er wirklich die Frischhaltefolie gewechselt? Das würde mich mal interessieren, weil es sind zwei verschiedene Arbeitsgänge, ja. Also klar macht er da dasselbe, aber neue Nadel, wisst ihr ja, neuer Kunde, neue Nadel. Neuer Kunde, neue Farbe. Neuer Kunde, komplett neues Material nehmen. Ja, ganz klar. Also sprich auch die Tattoo-Maschine wieder einpacken und alles drum und dran, was dazugehört. Das würde mich natürlich jetzt interessieren, das haben sie leider nicht gezeigt, verdammt. So, hier hinten können wir auch sehen, hat er das Netzgerät eingepackt. Es sieht so aus, als hätte er ein Critical Netzgerät, könnte aber auch ein Cheyenne Power Unit 2 sein oder 1. Wobei, es leuchtet grün. Doch, es könnte ein Power Unit 2 sein. Das ist das Netzgerät, womit er arbeitet. Ich kann leider nicht erkennen, mit was das eingestellt ist, also auf wie viel Volt quasi diese Maschine läuft. Kann ich nicht erkennen. Es sieht aus wie eine 110, bin mir aber da nicht sicher, weil, können wir nicht nachgehen, ne? Ja, jedenfalls, Maschine, alles eingepackt, ist, wie gesagt, top. Bombe.
Es ist vollbracht. Unsere Tattoos sind fertig. Warte, schaut euch an. Meins sieht so aus. So. Damit wir das mal kurz sehen können. Übrigens, ganz kurz, was ich zu dieser Schneeflocke sagen möchte. Es sieht jetzt auf dem ersten Blick so aus, als wäre sie nicht mittig. Das kann natürlich auch so gewollt sein. Oder es war ihr völlig egal, weil der Arm sowieso irgendwann zu wird. Weil ich meine, hier hat sie ja schon zwei drauf. Weiß ich alles nicht. Oder ob sie auf Proportionen überhaupt nicht geachtet hat. Vielleicht war es ihr auch völlig egal. Aber es sieht... Ist das gerade drauf? Vielleicht ist es auch gerade drauf. Vielleicht ist es täuscht bestimmt. Nehme ich mal an. Auf jeden Fall haben sie sich ein Partner-Tattoo gemacht. Leute, Partner-Tattoo an dieser Stelle. Top, was sie gemacht haben. Weil es sind keine irgendwie Buchstaben von den jeweiligen, keine Daten, wann sie zusammengekommen sind, wie lange sie schon zusammengekommen sind, keine Herzschlagtöne von dem anderen. Was ich damit sagen will ist, Leute, wenn ihr euch ein Partner-Tattoo macht, dann nehmt doch bitte Dinge, die ihr nicht bereut, wenn ihr irgendwann mal auseinander sein solltet. Na klar, wir wissen alle, ja, man denkt immer, man ist für immer zusammen, aber es kann hier und da immer irgendwas passieren. Das weiß kein Mensch von uns da draußen. Jedenfalls haben sie Soulmate und kann ich nicht erkennen. Auf jeden Fall, sie hat die Schriftvariante ja so letterschwungmäßig das gewählt, ne? So ein bisschen Schnörkel. Also was heißt Schnörkel? Eigentlich eher Schreibschrift, kann man dazu sagen. Und er hat auf jeden Fall, sieht man schon, Druckbuchstaben, so maschinelle. Ist an dieser Stelle ein cooles Partner-Tattoo, weil du kannst es so in dem Sinne nicht bereuen. In geschwungen. Er sagt sie gerade selber, geschwungen. Ja, ist gut gestochen. Kann man nicht schmecken. Was für eine Liner er hier benutzt hat. Sieht aus wie eine Dreier, könnte aber auch eine Fünfer sein. Mit Stärke 0,35, glaube ich. Gehe ich mal von aus. In der Schrift, und das ist Florenz. Oh, jetzt können wir es wunderbar sehen. Ah, ist aber sehr, sehr sauber gestochen, auf jeden Fall. Muss man gucken, wie viel drinnen bleibt. Bei so einer einzelnen Linie ist es manchmal so, dass da so ein bisschen was rausbricht, weil man da nicht so oft auf die Stelle rübergehen kann. Und mit Liner ist es sowieso immer so eine Sache, muss man auf jeden Fall gut können. Hat er eigentlich gut gestochen. Auf jeden Fall schön Schwung hier, so zack, schön gerade. Sieht aus wie jetzt eine, wobei bei dem U hier vielleicht, nee, ach, das ist alles top, mal ganz ehrlich. Das ist super. Und mein Schatz. Sieht richtig gut aus, finde ich. Bin was super kannst zufrieden. Du sagen? Tag 2, wie war es für dich? Erzähl mal kurz und knapp. Erste Erfahrung. Lehnt sie sich gerade mit dem Tattoo auf seine Schulter ab? Oder achtet sie gerade darauf, dass sie nicht dagegen kommt? Das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Aber hier hinten können wir das ja sehen im Spiegel, sehe ich gerade. Hier hinten können wir es ja sehen, sehe ich im Spiegel. Ah, ist klar, Sascha. Ich glaube, sie kommt in Berührung. Ist natürlich ein Albtraum wegen Keime, Bakterien, Viren. Ihr wisst, was ich meine. Sollte man immer drauf achten. Naja. Kurz zusammengefasst, es war mehr Drama drumherum, als am Ende war. Es ist genau, wie die anders beschrieben haben, so, als wenn du mit einer Messerspitze über die Haut kratzt. Mehr. Ja, hat er recht. Bei einer Leine. Das war jetzt eine Leine und hat er vollkommen recht, ist wie mit Messerspitze oder Spritze halt und würdest du das nicht die Spritze direkt in die Haut setzen mit einem Pik, sondern so ein bisschen langziehen oder halt, viele da draußen kennen sich ja damit aus, so ritzenmäßig, ne? Also so als, oder als würdest du dich schneiden am Papier, das ist eigentlich das perfekte Beispiel, als würdest du dich am Papier schneiden. So fühlt sich das an und ja, so ist es vergleichbar. Das ist immer ganz witzig, also die Leute, die ihr erstes Tattoo bekommen, in dem jungen Alter, ich weiß jetzt nicht, wer älter ist, aber die sind tatsächlich immer sehr aufgeregt und die Leute, die etwas älter sind, so ich sag mal ab 30, 40, 50, die sind eigentlich null aufgeregt, beziehungsweise man sieht es dir nicht an, aber ja, wie er schon sagt, ist immer mehr Drama, als es eigentlich hauptsächlich ist. Es ist eigentlich nicht aushaltbar und es ist total faszinierend zuzugucken, auf jeden Fall, also es ist total geil gewesen. Höre ich auch mal von voll vielen Tätowierern, ja genau, Tätowierern, alles klar. Kunden meine ich, dass sie voll gerne zugucken. Kann ich übrigens gar nicht. Also ich gucke auch manchmal hin, aber ist überhaupt nicht mein Fall. Ne? Irgendwie schmerzt es mehr, wenn ich hingucke, als wenn ich weggucke. Das ist total, ja, merkwürdig. Keine negativen Erfahrungen habe ich gemacht. Bin sehr, sehr zufrieden. Daumen hoch. Großes Dankeschön an geht in sein Studio. Florian. Mega. Ah, er benutzt Silverback, glaube ich, als Farbe. Hier hat er so seine Handtücher drinne. Hier ist sein, wie gesagt, ich glaube, sein Stencilkleber. Vielleicht ist es auch nochmal irgendwie so ein extra
Spray, damit es haftet. Also sprich, damit da so ein Schutz drin drauf ist, so eine Art Sprayfolie auf dem Tattoo. Ich weiß es gerade nicht, ich kenne die Firma gar nicht. Habe ich noch nie geholt. Aber mich würde jetzt gerne mal interessieren, was er rummacht oder ob er gar nichts rummacht. Unbedingt seinen Instagram-Kanal. Ja, den packen wir vor Ort mit rein. Ja. Super geil. Und jetzt kriegen wir noch Pflaster drauf, damit sich das nicht entzündet. Ja. Ah! Alles klar, Pflaster hat er anscheinend drauf gemacht. Perfekt. Top. Alles top gemacht. Und hat in dem Sinne, was Partner-Tattoos betrifft, haben sie alles richtig gemacht. Wieder einmal. Ich bin erstaunt. So, das war's mit diesem Video. Wie gesagt, Däumchen nach oben. Könnt ruhig ein bisschen was kommentieren, wenn ihr es wissen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ist, glaube ich, ein kurzes Video. Ich kann die Zeit gar nicht sehen, wie viel ich jetzt gerade aufgenommen habe. Aber ich glaube, es ist relativ kurz und knapp. Aber nicht so schlimm. Dann ist es halt schnell fertig, kann ich schnell hochladen und kann auch schon wieder das nächste Video bearbeiten, machen und tun. So, bis dann, Antenne, haut da rein.